Astăzi am ajuns la lecția 12. Vom începe cu exercițiile. Rumänien, das Vaterland, das Meer, der See. Lächeln, spät, das Mädchen, die Eltern, das Gärtchen, der Kaffee, der Vater, fehlen. Übersetzen, das Gemälde, das Heft, rechts, die Haltestelle, hängen, das Bäckchen, der Neffe, die Universität, die Fakultät, das Gebäude, der Verkehr, die Erläuterung, heute, neu, die Verkäuferin, das Gebäude, erzeugen, der Freund, nein. Merken Sie sich, rețineți, was wünschen Sie? Ce doriți? Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. El este de câteva zile aici. Sie braucht ein paar Schuhe. Ea are nevoie de o pereche de pantofi. Die Auswahl an Stoffen ist groß. Die Auswahl an Stoffen ist groß. Die Farbe steht Ihnen gut. Culoarea vă vine bine. Bitte ein Stück Seife. Vă rog o bucată de săpun. Was kostet das? Cât costă asta? Sie zahlen an der Kasse. Plătiți la casă. Zwölftes Lehrstück im Warenhaus. Partea a doua. In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge, Jacken und Hosen. Eine Verkäuferin hängte Winter- und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid und Tante Marie probierte es. Sie war zufrieden. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Einen Ledergürtel. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock, eine Bluse und Wolljacken. Martin, Otto, was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Mir gefällt auch die Bluse. Kaufen Sie beides. Entschließe dich, es ist spät. Ich entscheide mich für das Kleid. Bitte geben Sie mir einen Kassenzettel. In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden, Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken. Der Onkel brauchte ein paar Schuhe für den Winter. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Probieren Sie dieses Paar. Die Schuhe sind zu eng. Haben Sie auch Nummer 28? Ja, bitte. Diese Schuhe passen mir. Ich kaufe sie. Beeile dich. Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan- und Glaswaren? Nein, man verkauft dort Töpfe und Pfannen, Bügeleisen. Also man verkauft dort Töpfe und Pfannen, Bügeleisen,
Kühlschränke und Waschmaschinen. Früher erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Industrie. Kommt jetzt in den Erfrischungsraum. Dort gibt es Brötchen, Kuchen und Schokolade. Nein, es ist schon 1 Uhr. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. Sonst verspäten wir uns und Großmutter wartet zu Hause. 12. Lehrstück im Warenhaus. In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge, Jacken und Hosen. Eine Verkäuferin hängte Winter- und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid und Tante Marie probierte es. Sie war zufrieden. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock, eine Bluse und Wolljacken. Martin, Otto, was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Mir gefällt auch die Bluse. Kaufen Sie beides. Entschließe dich, es ist spät. Ich entscheide mich für das Kleid. Bitte geben Sie mir einen Kassenzettel. In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden, Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein paar Strümpfe und Onkel Martin 2 Paar Socken. Der Onkel brauchte ein paar Schuhe für den Winter. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. Probieren Sie dieses Paar. Die Schuhe sind zu eng. Haben Sie auch Nummer 28? Ja, bitte. Diese Schuhe passen mir. Ich kaufe sie. Beeile dich. Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein, man verkauft dort Töpfe und Pfannen, Bügeleisen, Kühlschränke und Waschmaschinen. Früher erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Industrie. Kommt jetzt in den Erfrischungsraum. Dort gibt es Brötchen, Kuchen und Schokolade. Nein, es ist schon 1 Uhr. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. Sonst verspäten wir uns und Großmutter wartet zu Hause. La parte de grammatica vom învăța despre imperfect. Legte, ordnete. Ich legte, du legtest, er sie es legte, wir legten, ihr legtet, sie legten. Ich ordnete, du ordnetest, er sie es ordnete, wir ordneten, ihr ordnetet, sie ordneten, sie ordneten. Im Perfektul verbelor haben, sein, sie werden. Ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Sein. Ich war, du warst, er sie es war, wir waren, ihr wart, sie waren. Werden. Ich wurde, du wurdest, er sie es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Pronomen reflexiv. Wir verspäten uns. Und Großmutter wartet. O să întârziem și bunica ne așteaptă. Beeile dich. Grăbește-te. Ich kaufe mir das Kleid. Îmi cumpăr rochia. Onkel Martin kaufte sich 2 Paar Socken. Unchiul Martin și-a cumpărat 2 perechi de șosete. Sie entscheidet sich für das Kleid. S-a decis să cumpere rochia. Exemplu. Ich beeile mich, du beeilst dich, er beeilt sich, wir beeilen uns, ihr beeilt euch, sie beeilen sich.
La Imperativ, beeil dich, beeilt euch, beeilen Sie sich. La Imperfekt, ich beeile mich, ich beeilte mich, du beeiltest dich, și așa mai departe. www.germanforfree.blogspot.com. Tschüss!